Corona-Log vom 17. März 2020. Jöran hat einen Kuchen gebacken. Ich möchte darüber sprechen, was Kooperation von Kollaboration unterscheidet. Beides sind Begriffe für Zusammenarbeit und ich weiß gar nicht, ob es sozusagen einen festgelegten Konsens darüber gibt, was die Unterscheidung ausmacht. Ich würde sagen, nein. Ich erstelle hier also quasi einen Überblick über die Jöran-Definition von Kooperation und Kollaboration. Ich habe das 2002 mal aufgeschrieben, das war meine Diplomarbeit. Bis heute ein Buch, das ungefähr einmal pro Jahr verkauft wird. Kooperation und Kollaboration haben für mich erstmal einige Eigenschaften, die vielleicht erstmal akademisch klingen, aber sehr, sehr praktische Auswirkungen haben auf das, was wir dann tatsächlich machen müssen, um Zusammenarbeit zu organisieren und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ob das an einem Tisch ist, in einem Büro, in einem Team, in einem Kollegium oder über das Netz verteilt. Ich möchte es mal an mehreren Gegenüberstellungen machen. Also Kooperation und Kollaboration, dazwischen ist ein Kontinuum, das ist irgendwie nicht immer schwarz oder weiß, sondern meistens bunt dazwischen. Aber ich glaube, über die Gegenüberstellung kann man es am klarsten machen, wenn man sagt, irgendwie so, hier ganz extremer Fall von Kooperation in diesem Sinne oder Kollaboration in jenem Sinne. Wie kann man das unterscheiden? Im ersten Schritt über die Frage, wie tatsächlich Zusammenarbeit sich in Arbeitsteilung übersetzen lässt. Also Arbeitsteilung, teilen, kann ja zwei ganz verschiedene Bedeutungen haben, nämlich quasi gegensätzliche Bedeutung, obwohl es dasselbe Wort ist. Im Englischen ist das ein bisschen anders, da man to divide and to share something. Also etwas teilen im Sinne von, man teilt es in mehrere Stücke auf oder man teilt es, weil man es dann gemeinsam hat, to share. Und Kooperation heißt dann in meinem Verständnis, man teilt eine gemeinsame Aufgabe in mehrere Unteraufgaben, die man dann zusammenfügen kann zu einem gemeinsamen Ergebnis. Arbeitsteilung im Sinne von to divide. Oder auf der anderen Seite, man nimmt eine Aufgabe, die man kollaborativ erarbeitet ist. Das heißt, man arbeitet sie zusammen, gemeinsam. Also man hat ein Sharing dieser Arbeit. Das kann man jetzt mal an kulinarischen Beispielen durchexerzieren. Ein Kuchen backen, ein, weiß ich nicht, Essen, Kochen oder sowas, ist was, was eindeutig mehr kollaborativ funktioniert. Man kann vielleicht bestimmte Sachen davon kooperativ machen, aber letztlich ist es bei diesem Kuchen so, dass man die Schritte gemeinsam machen muss, wenn man das gemeinsam macht und nicht stark aufteilen kann. Bei Kooperation andererseits wäre es so, dass ein gutes Beispiel eher sowas wäre wie, weiß ich nicht, Buffet für ein Picknick, wo man sagt irgendwie, okay, ich bringe den Nudelsalat mit, jemand anders bringt ein Baguette mit, wieder Dritte bringen Wasser mit, etc. Das heißt, Kooperation auch da wieder viel mehr kann aufgeteilt werden, am Ende wird zusammengefügt. Kollaboration, man muss es gemeinsam machen und hat das gemeinsam am Ende als Produkt vorliegen. Das heißt, auch für die quasi Verantwortung, die dahinter steht, hat man ein ganz anderes Modell. Bei Kooperation hat man ein Modell, wo jeder für seinen Teil verantwortlich ist und dann fügt man das zu einem großen Ganzen zusammen. Bei Kollaboration hat man das gemeinsame Arbeiten, das heißt, alle tragen gemeinsam zu diesem Ergebnis bei. Man kann aber am Ergebnis kaum noch entscheiden, also von außen, wenn man sich das Ergebnis anschaut, wer was dazu beigetragen hat. Beim Buffet wiederum wieder ganz anders, da kann man sagen, oh, der Nudelsalat ist super, die Baguettes sind leider gar nicht da. Da kann man ganz klar sagen, wer hat den Nudelsalat so toll gemacht, wer hat die Schuld daran, dass die Baguettes nicht da sind. Bei dem Kuchen ist es sehr viel schwieriger und natürlich auch sehr viel einfacher, in Anführungszeichen, dass man tatsächlich mit einer schlechten Entscheidung oder einem schlechten Beitrag zum Gemeinsamen das ganze Produkt schlecht macht. Warum ist das für mich eine wichtige Unterscheidung? Das hat damit zu tun, dass es noch eine weitere Unterscheidungsebene gibt, nämlich was braucht es für die Organisation der Zusammenarbeit, also quasi für die Koordination dieser Zusammenarbeit. Und das ist tatsächlich auch fundamental unterschiedlich. Bei Kooperation muss man am Anfang einmal sagen, wer macht was, und dann verabredet man das und am Ende trifft man sich wieder und fügt die Teile zusammen. Beispiel Buffet fürs Picknick. Es ist sinnvoll, irgendwie zu gucken, wie sorgen wir dafür, dass nicht 10 Nudelsalate und 0 Baguettes am Ende dabei rauskommen, aber das ist relativ leicht zu koordinieren. Und dann geht jeder los nach der Koordination und am Ende trifft man sich und hat das Ergebnis gemeinsam und alles wird gut, hoffentlich. Weil wir machen gemeinsam backen einen Kuchen, hat man viel höheren Koordinations- und Abstimmungsaufwand. Also Koordination heißt sowas wie Abstimmung,
Organisation des Ganzen, aber auch viel aushandeln möglicherweise, ständig auf die Metaebene wechseln und reflektieren, ist das gut, ist das schlecht, wie machen wir weiter, auch ganz viel aushandeln, was ist mein Verständnis von süß, was ist dein Verständnis von süß, etc. Das heißt, diese Metaebene, diese Koordinationsebene ist grundsätzlich ganz anders, ob es Kooperation oder ob es Kollaboration ist. Und entsprechend unterschiedlich eignet sich das auch oder ja, doch eignet sich auch für Online-Zusammenarbeiten. Wenn es kooperativ ist, ist es gut, weil man muss nicht ständig so viel untereinander abstimmen. Wenn es tatsächlich gemeinsam kollaborativ passiert, viel größerer Aufwand dafür. Kollaborativ auch viel anstrengender, weil man ständig sich mit anderen abgleichen muss und mit ihnen eben zusammenarbeiten muss. Koordination viel einfacher dafür. Koordination viel einfacher für Sachen, die tatsächlich einfach gesammelt und dann zusammengetragen werden müssen. Kollaboration etwas für etwas, was tatsächlich gemeinsam erstellt wird, in einem gemeinsamen Ergebnis, mit einer gemeinsamen Verantwortung und einem gemeinsamen Prozess. So, mal gucken, ob damit irgendwer was anfangen kann. Vielen Dank für heute. Ich muss jetzt Kuchen essen. Kollaboration versus Kooperation beendet.